Trense ab und Action für den Hilfentest, hieß es an der Westfälischen Reit- und Fahrschule. Schritt für Schritt haben Schulleiter Jörg Jakobs und seine Mitarbeiterinnen Jasmin Luther-Klaas und Sabrina Denke das Abnehmen der Trense vorbereitet. Die beiden Reiterinnen stellten mit dem Experiment ihre Hilfengebung auf den Prüfstand. Handunabhängiges Sitzen und sein Pferd jederzeit an den Hilfen haben. Das sind zwei große Ziele für jeden Reiter. Die Trense wurde für einen Test gegen den Halsring getauscht, um zu checken, wie gut die beiden auf ihre Pferde einwirken. Jakobs erklärt, wie man es hinbekommt, sein Pferd an den Hilfen zu haben. Dafür ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass der Reiter in die Bewegung des Pferdes überhaupt eingehen kann. Sprich, wenn wir uns die Ausbildungsskala des Reiters einmal anschauen, ist das Gleichgewicht. Das heißt, der Reiter muss erstmal unabhängig vom Zügel im Gleichgewicht sein können. Losgelassen sitzen, sowohl innerlich, also mental losgelassen sein. Weil sonst, wenn ich gestresst bin, kann meine Muskulatur auch nicht sich entspannen. Und losgelassen heißt halt nicht nur das Entspannen der Muskulatur, sondern wirklich das gezielte Entspannen, dann im Gegenzug aber auch wieder anspannen können der Muskulatur. Und wenn ich das kann, dann kann ich auch beginnen, in die Bewegung des Pferdes gleichmäßig eingehen zu können. Und erst wenn ich dann fühle, wie bewegt sich eigentlich der Pferderücken, in welcher Dimension, also nicht nur diese Vorwärts-Rückwärts-Kippbewegung, sondern vielleicht auch das Rechts-Links-Kippen des Beckens, dann kann ich überhaupt auch erstmal gezielt einwirken aus der Gewichtshilfe heraus. Damit der Hilfencheck gelingt, ist es wichtig, sich zu veranschaulichen, wie der Halsring wirkt. Jörg Jakobs erklärt's. Also ich wirke ja immer hier unten auf den unteren Armkopfmuskel rechts und links. Und jetzt sieht man auch schon, ne, wenn ich hier reinkneife, dass er zum einen zwar auch den Hals dadurch mehr fallen lässt, zum anderen ich aber auch tendenziell immer wieder etwas rückwärts damit wirken kann, was wir ja eigentlich nicht möchten. Deshalb ist es wichtig, dass ich wirklich nur den Impuls auch dazu gebe und den Impuls in der Muskulatur auslöse. Jeder Reiter kann bei einem Intermezzo auf Halsring etwas lernen, findet Jakobs. Denn ohne Zügelverbindung zeigt sich, welche Schenkel- und Gewichtshilfen des Reiters gut durchkommen und wo er anders einwirken sollte. Auszubildende Sabrina Denke muss Schulpferd Buddy mit Halsring noch stärker vorwärts treiben. Bei Pferdewirtschaftsmeisterin Jasmin Luther-Klaas liegt der Fokus auf der Drehung des Oberkörpers in den Wendungen. Ihr Fazit zum Hilfencheck? Also ich merke, dass die viel aufmerksamer ist, dass die wirklich darauf wartet, dass ich ihr eine Hilfe, eine Anweisung gebe. Und Fokus lag jetzt ganz klar auf Kontrolle. Deswegen bin ich nicht mehr so zum Treiben gekommen, weil ich halt nicht wollte, dass sie dann doch mal irgendwie ins Laufen gerät. Aber ja, super aufmerksam und auch echt locker losgelassen, weil sie ja den Hals doch immer wieder fallen gelassen hat. Ein Hilfentest mit Halsring zeigt dem Reiter, wie gut seine Einwirkung ist. Ein großer Schritt in die richtige Richtung auf dem Weg zur feinen Hilfengebung und handunabhängigem Sitzen. Was der Hilfencheck noch verraten hat und viele praktische Tipps für den eigenen Test mit Halsring, gibt's im Dezemberheft zu lesen.